Und da sind wir wieder zurück. Zu Lucius. Genau. Ding! Da muss man lesen. Zeigt uns die Karte was an? Ja, ich muss nicht mal selber denken. Unglaublich, gell? So anstrengend das Denken immer, gell? Jo. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wenn ich jetzt umbringen könnte. Wenn ich ganz ehrlich bin. Wahrscheinlich ein Vater. Oder die Mutter. Na, der Vater hat ja mit dem Detektiv gesprochen. Aha, der ist hinten beim Hüttelchen. Mhm. Ah, der Gärtner. Ah, okay. Na, der gehört ja gar nicht zur Familie, oder? Oder doch? Geh weg, Lucia! Antonio. Bist du nicht? Ja. Antonio, der Gärtner. Antonio und mit. Der erste ist schon. Ja. Antonio mäht wieder den Rasen. Ich könnte seinen Rasenmäher sabotieren. Warum sieht er nur immer so aus, als würde er gerade aus einer Disco kommen? Schickimicki. Irgendwas drunterlegen wahrscheinlich. Oder so. Jetzt. Zedek. Stimmt, ich kann irgendwas drunterlegen. Das mach ich ihn ja kaputt. Nee. Das will ich ja nicht. Ach so. Ich will ihn ja sabotieren, dass er. Oder glaubst du, muss ich da mit meiner neuen Fähigkeit auch ein bisschen spielen? Nicht wenn er. Nein, nicht von vorne. Oder warte mal, die neue Fähigkeit habe ich einfach was. Jetzt ist das zurück. Wie sollte er mich da sehen? Ich weiß es leider nicht. Es kann nur irgendwas so schrammt hier. Kleber, den hast du erst gefunden. Den könnt ihr etwas kaputt machen. Also doch. Geh weg, Lucian! Da leg ich ihn irgendwo hin. Kann ich nicht einfach. Ah, so. Da war ein Pfeil! Wo? Hinter dir! Rechts! Geh weiter, Stücki! Da! Jetzt! Genau, weil dann lass dann stehen, dann holt er wahrscheinlich irgendwas und dann kannst du es manipulieren. Ja, oder er greift mit den Finger rein, so deppert wird er sicher sein. Naja, aber wenn er noch nicht manipuliert ist? Ich manipuliere mir ja gerade. Hm. Jetzt musst du da warten, bis er noch einmal. Der Mitständige den gleichen Rasen irgendwie. Den ist und der wird nicht kürzer. Die arme Sau. Ja, wirklich. Aber jetzt. Wumm. Noch nicht. Und. Zack. Wo kommt dieser Felsen her? Ich wette, ich kann das reparieren. Das? Könnte eine Chance sein. Gut, so schnell bin ich nicht. Jetzt. Dios mio! Was ist passiert? Okay. Das kann ich. Ja. Zu entkommen. Sag ich ja, ich glaube, du musst es irgendwie mit dem Schraubenzieher dann noch.
Aha. Jetzt hast du's. Ja, so geht's auch. Ja, so geht's. Vermutlich. Und rein mit den Händen. Und rein mit dem Kopf. Ja. Sonst stirbt er nicht. Ah ja. Geil. Diese Seite ist das Gras immer gut. Jetzt hast du das auch verstanden, ne? Ja. Diese Seite ist das Gras immer rot. Ja! Wochenlang schlief ich nachts nicht richtig. Ich bekam einfach nicht den richtigen Durchblick, als ob mir etwas entgleiten würde. Ich wandte mich an die Kirche und bat um Hilfe. Ich hoffte, sie würden das Haus besuchen und den Leuten dort vielleicht helfen, ihnen Rat anbieten. Was auch immer Priester so tun, ich lag falsch. Wie vorherzusehen, gab es noch einen Unfall, diesmal im Garten. Eines der bizarrsten Dinge, die ich je gesehen habe. Ich hatte keine stichhaltige Erklärung und die Presse forderte vom Department Informationen. Diese Geier kreisten ständig um das Anwesen. Meine ganze Welt brach auseinander. Ich befragte Charles Wagner nun täglich. Er versuchte mir zu erklären, alles spiele sich auf einer ganz anderen Ebene ab. Sein Vater Fabius, den ich für ein wenig behämmert hielt, wurde plötzlich vermisst. Alle nahmen an, er wäre einfach verschwunden, um dem Stress zu entkommen. Ja. Na. Was passiert hier wirklich, Dad? Wurden wir verflucht? Haben wir Feinde? Werden wir erpresst oder ist das eine Art Vendetta? Rede keinen Unsinn, Charles. Du greifst nach Strohhalmen. Ich weiß über deine Verbindungen zur Unterwelt damals. Ich weiß, woher unser Geld stammt. Du hast keine Ahnung und frag nicht. Sei einfach dankbar. Hast du keine Gefühle, Dad? Warum warst du nicht bei Toms Beerdigung? Er war ein Versager und er ist auch gestorben wie einer. Er war nicht mein Sohn. Das ist einfach kalt. Du bist ein herzloser, verbitterter alter Mann. Wer hat dir alles gegeben, was du dir je gewünscht hast? Und jetzt ist es Zeit, zurückzuzahlen. Es stehen Ereignisse bevor, die weit jenseits deines Verständnisses liegen. Ich werde diese Wahl verlieren. Meine Welt zerbricht. Lucius spricht nicht. Nein, sie verliert den Verstand. Und auch du bist verrückt. Wir sind alle nur Bauern in einem großen Spiel. Diese Leute, sie sind letztendlich alle nur Futter für die Sense des Todes. Du musst nur deine Rolle spielen, Charles, und ein guter Junge sein. Die, die bis zum Ende durchhalten, werden belohnt. Guten Tag, Miss. Ich bin Vater Lavell aus der Diözese Winterhill. Das ist Vater Di Cosimo. Wir haben von dem Unglück erfahren, das dieses Haus befallen hat. Und wir kommen, um Ihnen unseren heilsamen Segen anzubieten. Sind die Herrschaften des Hauses zu sprechen? Was? Zum Teufel raus aus meinem Haus! Verfluchte Parasiten! Schafft eure Röcke zurück zu den erbärmlichen Taugenichtsen in die Stadt! Die schlucken euren Jesusmüll. Aber runter von meinem Rasen, oder ich gebe euch Grund zum Beten. Geh mit ihrem Mist auf meinem Grund hausieren. Sieh zu, dass sie verschwinden. Da hat's schon gecheckt. Das ist der Reporter, oder? Von vorhin. Oh ja, kann sein. Weißt du? Ich glaube, ich weiß schon das nächste Opfer.
sag einmal. Was schnüffelt der da? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ah, Sie haben mich überrascht. Ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde gerne mit Ihnen über die letzten Ereignisse hier in Dente Manor sprechen. Ich zahle gut für Informationen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Oh, Mr. Wagner. Entschuldigung, ich habe an der Haustür geklingelt, aber niemand öffnete. Es sah nach Regen aus, das also bin ich... Das ist Hausfriedensbruch. Ich könnte Sie erschießen. Hey, Augenblick! Jetzt wieder geopfert. So hat er auch seinen Wein gekriegt. Muss sich herunter jetzt. Aber vorher lernen wir noch was Neues, schau. Ah, Lucius, welch wunderbar grausame Opfer du mir gebracht hast. Jetzt müssen wir weiter. Wir müssen fortfahren, ohne nach hinten zu blicken. Da sind diese Schnüffler, Lucius. Sie hegen einen Verdacht. Du musst wachsam sein. Aber jetzt ist es an der Zeit, dich die mächtigeren Fähigkeiten zu lehren, damit du dich, falls nötig, schützen kannst. Machst du gerne Feuer, Lucius? Dein Papi verbietet dir, mit Streichhölzern zu spielen, aber ich zeige dir einen besseren Weg. Oh, das ist sehr gut. Hör mir jetzt zu, Lucius. Diese Fähigkeit kann nur manchmal nur in extremsten Situationen eingesetzt werden. Jedes Mal, wenn du mir ein Opfer bringst, erhältst du diese Fähigkeit, aber nur für kurze Zeit, bis die Macht wieder vergeht. Geil. Es wird schon viel weh, ha? Spum. Ja, Paladin. Verrat. Jetzt haben wir 6 Minuten gespielt und 6 Minuten. Ja, nur Sequenz, gell? Ist der nie zudeckt, gell? Komm, mein Junge. Es ist Zeit zu reden. Du hast dich also umgesehen und die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Zieh dich an und triff mich dort unten. Lass dich unterwegs nicht erwischen. Ich habe bemerkt, dass noch nicht alle schlafen. Alles vergessen. Ja, aber du weißt ja, dass du nur insgesamt 6 Ladungen hast und du hast eine schon verbraucht. Jetzt haben wir ja. Egal, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dann, tschüss. Tschüss.